Verarbeitungswerk unserer Film- und Medienstadt, die Wiege des Horror- und Fantasy-Films ist, begründet durch Figuren wie Nosferatu, Caligari, Dr. Mabuse, das kalte Herz und so weiter und so weiter. Wir wissen auch, dass das Thema Horror und Fantasy eine große Rolle spielt bei unserem Publikum. Der große Erfolg der Horrornächte beweist das, die wir seit 5 Jahren spielen, und dass wir uns da entschlossen haben, einen vorhandenen Set, der lange Jahre gute Dienste gemacht hat, umzubauen, neu zu gestalten, in einer neuen Geschichte zu versehen, dem Doc 8. Das war die Intention, die dahinter steckt, weil wir glauben, dass unser Publikum, weil wir wissen, dass unser Publikum als solches dieses Thema liebt und dass das Thema hier natürlich auch mit Babelsberg verwurzelt und verbunden ist. Wir werden das heute dem Publikum zeigen und eröffnen, und wie das sich auch bei einem Film so gehört, wir werden sehen, okay, wir fangen mal mit der Version an, die wir konzipiert haben gemeinsam, und werden dann an der Reaktion des Publikums auch dann entscheiden, wie wir dann die Schraube des Horrors ein bisschen weiter aufdrehen. Das heißt, ob wir noch ein bisschen extremer werden. Wir wollen also wirklich auch die Reaktion des Publikums abwarten. Aber trotzdem, die Arbeit der letzten Wochen des Publikumsteams, vielen Dank dafür, hat sich, denke ich, schon gelohnt. Wir werden Ihnen das gleich zeigen. So langsam für die obligatorische Durchschneiden jetzt hier. Ganz langsam. Ganz langsam. Wir schneiden so. Und hergucken. Ja. Knapp, knapp. Super. So, okay. Hier ist alles da. Wir haben einen richtigen Filmset, weiterhin, also original Filmset basiert. Wir haben das Ganze aber in eine Atmosphäre getaucht und eine mehr oder weniger Licht- und Tonshow rausgemacht, die einfach dem Besucher auch klar macht, wie wir ihn beeinflussen können mit relativ wenigen Mitteln, Licht und Ton. Und das ist so mal die Grundidee. Also ich bin Olaf Mordelt, mittlerweile habe eine Firma in Berlin, welche sich mit Design und Entwicklung für Freizeitparkattraktionen weltweit beschäftigt. Ja, Anfang des Jahres, weil ich Friedhelm Schatz und ich, wir sind schon sehr, sehr lange bekannt. Anfang des Jahres hat Friedhelm mich mal kontaktiert, hat gefragt oder mich gebeten, ob wir uns nicht eine Idee zusammen ausdenken könnten, wie man aus einer Attraktion, welche hier schon im Bestand des Medienparks ist, umbauen und einfach zeitgerecht neu gestalten. Definitiv eine einmalige Atmosphäre. Die Atmosphäre ist, glaube ich, das, wo wir am meisten Wert drauf gelegt haben am Anfang oder jetzt überhaupt bei der ganzen Produktion, um den Besucher wirklich in eine neue Welt eintauchen zu lassen, die bisher noch nicht so da ist im Filmpark.